Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Fullface-Schminki für euch, obwohl es draußen, man sagt meine hier, 28 Grad sind, läuft. Und zwar geht es um die Marke Eveline Cosmetics. Das habt ihr euch gewünscht und wenn du Bock drauf hast, dann schau, nein, also anzuschauen, wie das so wird, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich hatte eben, also heute, tatsächlich nichts Besseres zu tun, als meinen Hund zu duschen. Dementsprechend riecht es hier gerade wundervoll. Also jeder, der einen Hund zu Hause hat, der weiß was, ne? Aber er wollte halt unbedingt hier rein. Jetzt habe ich halt das Fenster auf Kipp gemacht und hoffe, dass ich das überlebe. Mal gucken. Ja, und ich habe den Keller sauber gemacht und ich habe das Bett neu bezogen, die Küche sauber gemacht. Keine Ahnung, was heute mit mir los ist. Ja, und ein Fullface-Schminki sitzt da natürlich auch noch mit drin, ne? Ein Traum, ein Traum. Ich habe hier ein Handtuch. Das lege ich mir mal auf den Schoß, damit kann ich dann immer wieder Pinsel und sowas sauber machen. Ich habe hier auch wirklich echt einen Kelch voll was zu trinken. Also hier ist mein Glas, hier ist mein, ne, da habe ich diese, wie heißt dieser Tee? Kühl und lecker, glaube ich, von Milford. Und da habe ich Zitrone drin. Ich habe gestern herausgefunden, dass da Schwarztee drin ist. Leider war es da schon 9 Uhr abends und ich habe 2 Liter davon getrunken. Ja, dementsprechend habe ich super schlafen können. Aber ich habe aktuell Urlaub, wo ich das Video drehe, also ne, Mitte Juni, alles tutti. Oje, oje, jetzt starten wir einfach mal. Okay, also, Eveline Cosmetics gibt es bei Cosmetic for Less. Ich setze euch die Links, was Affiliate-Links sind, weil ich am Cosmetic for Less Partnerprogramm teilnehme, unten in die Infobox rein. Da könnt ihr die Produkte nachshoppen und das ist relativ günstig. Das ist wohl eine Marke, die kommt aus Polen und hier, also das steht auch auf Polnisch alles drauf, hier habe ich den Make-up-Primer Long-Lasting Formula 24 Stunden und das ist ein Smoothing Make-up-Primer 3 in 1. Ich weiß nicht, was diese drei Geschichten sein sollen, die der kann. Soll den Hautton angleichen, die Poren-Sichtbarkeit minimieren und Müdigkeitssymptome wegmachen. Okay, bin ich sehr gespannt. Das soll mit Matcha-Tee sein und blauer Alge. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Der kommt so rosafarben hier raus und sieht dickflüssig aus. Natürlich habe ich schon ordentlichen Lichtschutzfaktor im Gesicht. Also das ist quasi das, was ich hier als Base unter der Base habe ich aber schon vor einer Weile drauf gemacht. Ja, also lässt sich wirklich dickflüssig verteilen. Es ist recht schwer. Der riecht angenehm und der fühlt sich angenehm auf der Haut an. Der riecht ganz, ganz leicht blumig, aber wirklich angenehm. Und ich finde, meine Haut sieht auch echt gepflegt damit aus. Das mag ich gerne leiden vom Hautbild. Da der doch sehr, sehr dick ist, ist die Frage, also für trockene Haut definitiv geeignet, aber ist das jetzt für den Sommer geeignet, ne? Weil es fühlt sich halt wie eine dicke Cremeschicht an und ich mag es jetzt eigentlich am liebsten, wenn du nur so ganz leichte Sachen auf dem Gesicht hast, aber ja komm, als Primer ist es erstmal okay. Als nächstes habe ich hier ein Selfie Time Foundation und Concealer. 2W1 heißt übrigens 2 in 1 und ich habe die Farbe 02 Ivory. Das ist dieser Tube. Und diese Tube, das ist wohl veganfreundlich. Eine Innovation, soll Feuchtigkeit spenden, auch wieder mit dieser Blaualge, mit Hyaluronsäure, Anti-Pollution-Formula. Ich bin gespannt. Ich habe mir jetzt hier mal so ein Häufchen auf meine Mischplatte gegeben und das ist auch wieder eine sehr, sehr feste Geschichte. Die Pinsel, die ich verwende, kommen von Leni Brush. Auch die gibt es bei Cosmetic for Less im Online-Shop. Dann nehme ich mir jetzt als erstes den Foundation Buffer. Und verteile mir die erstmal relativ grob im Gesicht. Und Ivory scheint etwas wärmer zu sein. Ich bin, was Foundation angeht, eigentlich eher der kühle Typ. Aber es passt. Es passt. Es passt. Ja. Also theoretisch bräuchte ich jetzt hier keinen extra Concealer. Aber ich habe noch einen da. Ja, deswegen gebe ich mir das aber trotzdem ganz normal auf, wie ich meine Foundation aufgebe. Theoretisch hat das Einarbeiten jetzt so gut funktioniert, dass ich da gar nicht mit dem Schwämmchen das Bedürfnis habe, drüber zu gehen. Ich werde es aber gleich trotzdem einfach aus Gewohnheitsaspekten machen. Ich finde, dass die Foundation gar nicht so mega krass abdeckend ist, wie es quasi ja draufsteht. Weil wenn du Foundation und Concealer in einem hast, dann spricht das eigentlich dafür, dass eine Foundation eine sehr, sehr hohe Deckkraft hat. Finde ich persönlich aber gar nicht so schlimm.
Denn bei diesen Temperaturen mag ich überhaupt gar nicht Full Coverage Foundations. Und ja, die ist ein bisschen zu warm für mich. Da müssen wir gleich mal gucken, dass die anderen Puderprodukte das ausgleichen, weil ich ja, wie man hier auch am Hals und so sehen kann, eher so ein kühler Typ bin. Aber mir gefällt das Finish richtig, richtig gut. Es sieht schön aus. Es ist nicht fleckig geworden. Es ist ebenmäßig. Es hat leicht abgedeckt. Also es hat eine mittlere Deckkraft, würde ich dazu sagen. Ich gehe jetzt aber trotzdem nochmal mit meinem Schwämmchen drüber, um das Ganze in die Haut besser einzuarbeiten, damit es sich noch ein bisschen besser mit der Haut verbindet. Die Sache bei der Foundation ist halt, also sowohl bei der Foundation als auch bei dem Primer, dass ich echt merke, dass man da diese feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften drin hat. Und das finde ich echt gut. Ja, es riecht in diesem ganzen Zimmer gerade nach nassem Hund, ist klar, ne? Aber ich finde nicht, dass die Foundation einen Duft hat. Ich weiß gar nicht, ob die Marke auch noch tierversuchfrei ist. Ja, es ist cruelty-free und vegan. Krass, ne? Das Finish sieht echt grandios aus. Also so auch in Kombi mit dem Primer, ne? Wir haben null, dass sich das in irgendwelche Poren absetzt. Es hat einen schönen Glow, eine schöne Lebendigkeit auf der Haut. Trotzdem kommen halt noch, ja, Rötungen, Sommersprossen und ne, so kommen halt noch durch. Aber das sieht unfassbar gut aus. Also ich hätte im Leben nicht erwartet, dass diese Foundation so mega ist. Wirklich. Bin ich gerade echt positiv, sehr, sehr positiv überrascht. Während Mr. Stinkepups sich weiterhin trocken leckt, nehmen wir von Eveline den Magic Perfection Concealer. Anti-Fatigue, also Anti-Müdigkeit. Ich weiß gar nicht, habe ich da eine spezielle Farbe? Weiß ich nicht. Sieht aus wie eine Probegröße von der M. Asam Magic Cream, oder? Heißt die Magic Cream? Doch hier, 01 Light. Und da habe ich hier den LBF 19, den Concealer Buffer, den ich liebe. Der ist so klasse. Eine Lidschattenbase habe ich nicht, deswegen verteile ich die Reste auch noch oben auf meinem Lid. Das sieht doch schon mal gut aus. Der hat alles abgedeckt, was er abdecken sollte. Trotzdem sieht das noch aus wie Haut. Das sieht natürlich aus. Ich habe einen Glow unter meinen Augen, also richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt. Ich gebe mir auch ein bisschen was auf meine Pickel. Sind ja nicht nur Rötungen hier. Sag's doch, wie es ist. Das wird so lala abgedeckt. Also ein bisschen Abdeckung kriegt man schon dadurch. Also mehr als mit der Foundation. Von weitem, ne? 1A, tralala. Aber wenn ich jetzt ganz nah mit dem Spiegel dran gehe, siehst du natürlich noch. Ich glaube, ich sollte mal was trinken. Das ist ein Glasstrohhalm, könnte kaputt gehen. Ich kann mich echt nicht beschweren. Ich will mich auch nicht beschweren. Ich finde das gerade voll toll, was da gerade passiert ist. Es ist wirklich wie natürlich schön. Als wären auf einmal alle Unebenheiten, Rötungen und Imperfektionen einfach mal verschwunden. Ich feiere diese Foundation. Ich feiere diesen Concealer. Also, ich hoffe, es geht so weiter. Ich habe auch noch, weil ich jetzt ja alle cremigen Texturen aufgetragen habe, ein Spray, was nicht nur jetzt dafür dient, dass quasi mein Gesicht erfrischt wird, sondern halt auch so diese Sachen sich setzen können, obwohl alles schon perfekt sitzt, egal. Das hier ist das Aqua Miracle Face and Body Mist 4-in-1 in Pink. Also theoretisch kann ich mir das auch auf meinen Körper sprühen, das finde ich interessant. Primer, oh, Glow-Effekt, okay, Blur-Effekt und etwas, was ich nicht lesen kann. Uff, das ist aber anstrengend. Okay, doll drauf drücken. Das springt dich aber an, du. Okay, also auch auf den Körper. Dann kriegen wir auch Glow. Oh, ist aber angenehm, du. Mhm. Okay, mit dem Schwämmchen einarbeiten. Ja, und am Körper machst du das ja normalerweise einfach so mit den Armen, ne? Hätte ich meine Achseln rasieren sollen? Wahrscheinlich. Wäre mal eine Idee gewesen. Aber die wachsen... Entschuldigung, das ist nicht lecker, Claudia. Aber die wachsen bei mir einfach so schnell. Gestern noch rasiert. Ich kann jetzt ja nicht jeden Tag irgendwie... Doch, eigentlich müsste ich wahrscheinlich im Sommer jeden Tag. Ja, so sieht das aus. Fühlt sich ein bisschen klebrig an. Weiß nicht, ob das für den Körper dann auch Sinn ergibt. Ja, auch die Rupis dürfen was abbekommen. Fühlt sich angenehm feuchtigkeitsspendend an. Ja, ja. Werde ich gleich nochmal als... Ja, Hilfe. Als Setting-Spray verwenden. Da habe ich jetzt natürlich ein bisschen Angst vor. Aber es hat Glow gegeben. Und ja, das sieht man, ne? Richtig Glow gegeben. Und für den Körper ist natürlich ganz cool, wenn du es dafür auch mitbenutzen kannst. Ja. Setten wir das Ganze. Obwohl mir die Base so glowy, wie sie ist, echt gut gefällt. Egal. Hoffentlich geht jetzt nichts kaputt von dem, was hier so drauf ist. All Day Ideal Stay Matte Finish und Fix Pressed Powder. Das ist dieses hier in der Farbe White 60.
Da willst du liegen, Sammy? Da liegen aber schon meine Schuhe. Soll ich die mal wegtun? Sein Vogel. Okay, auf jeden Fall den LBF 09 Face Definer. Und dann einfach grob abpudern. Auf jeden Fall unter den Augen den Concealer setten, das muss sein. Es nimmt den Glanz ein Stück weit runter, aber hinterlässt trotzdem noch so eine frische Haut. Also das ist auch irgendwie was. Warum liegt das so lange bei mir im Schrank und wird nicht verwendet? Warum muss erst jemand bei mir in die Kommentare schreiben, oh, warum testet eigentlich keiner von euch mal Evelyn aus? Das ist so eine gute Marke. Warum muss ich so lange mit sowas warten? Ich gucke mich die ganze Zeit ungläubig im Spiegel an, weil ich das einfach so schön finde. Was soll ich da mehr zu sagen? Ich mache jetzt weiter. Ich bin irgendwie, heute bin ich sowieso sehr positiv eingestellt. Ich bin ja auch in Macherlaune, wie ich ja schon erzählt habe. Aber ich bin irgendwie auch so geflasht. Weiß ich nicht. Finde ich voll gut. Ich habe jetzt in meinem Urlaub, heute ist Mittwoch, also quasi der dritte Tag. Ich mache jeden Tag, dass ich auch ein Video schminke und ein Fullface mache. Fullface One Brand. Also das Ganze ist gestartet mit Sante Naturkosmetik. Dann kam gestern Colourpop und heute habe ich mich dann jetzt mit Eveline geschminkt. Das haut mich um. Das haut mich wirklich um. Also das ist schon, also jetzt von den dreien, was ich jetzt getestet habe, bis jetzt das Beste, was ich drauf hatte. Aber ich bin da noch nicht fertig. Nö. Ich habe ja noch eine Face-Palette mit Blush, Bronzer und Highlighter. Die habe ich auch schon ein paar Mal verwendet. Die ist nicht jetzt komplett fresh. Ja, hat die eine Farbbezeichnung? Pink Beige 01. Da ist der Highlighter schon ziemlich dunkel, ne? Ich glaube, ich habe die auch genommen, weil bei den anderen waren halt Blush und Bronzer dann so dunkel. Und das ist dann halt auch so blöd. Ja, ich nehme jetzt hier auch diesen Face Definer für den Bronzer. Hat auch ein bisschen was von der Art her wie die von It Cosmetics. Da habe ich ja auch die Palette mir mal geholt, wo drei verschiedene drin sind. Also Blush, Bronzer und Highlighter. Wobei, da ist, glaube ich, der Bronzer etwas größer. Das weiß ich leider nicht. Das weißt du nicht, Maus? Mensch, Maus vor allem. Seit wann nenne ich meine Alexa Maus? Passt farblich gerade einfach. Ich weiß nicht. Ich mache einfach weiter. Ich habe einen Run, Leute. Also mit dem Bronzer komme ich definitiv gut zurecht. Das ist eine sehr schöne, für mich passende Farbe. Man könnte den sicherlich auch noch mehr aufbauen. Ich habe das auch an manchen Stellen gemerkt, dass man, wenn man ein bisschen mehr in dem Pfännchen swirlt, dass man auch mehr drauf kriegt. Aber der sieht nicht fleckig aus. Der sieht schön aus. Der passt farblich. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich mache jetzt weiter mit dem Blush. Jetzt habe ich den Pinsel auch genommen. Eigentlich wollte ich einen Blushpinsel dafür nehmen. Egal. Bin ich aber auch nur ganz vorsichtig jetzt reingedippt und krieg schon direkt eine schöne Frische aufs Gesicht. Was soll ich sagen? Ich mach's. Mit dem Tapered Highlighter Pinsel gehe ich natürlich in den Highlighter rein, der aber ein bisschen zu dunkel aussieht, aber wir gucken mal. Und gebe mir den hier über den Blush auf. Kann man eigentlich mehr so als Blushleiter verwenden. Ja, der ist schon pink, ne? Aber er passt trotzdem. Unglaublich. Also eher ein kühler Highlighter. Der Highlighter ist jetzt nichts, was mich umhaut. Ne? Das ist tatsächlich, wobei der auch schön ist, weil der nicht so glitzerig ist. Ne? Der ist halt auch eher nass. Egal. Ich mag halt lieber champagnerfarbenen Highlighter. Aber trotzdem, der ist schon süß irgendwie. Also er passt halt auch einfach zu diesem recht warmen Look, den ich jetzt bislang hier drauf habe. Ja, ich habe gerade fast meine Zähne gehighlightet. Kann man auch machen. Augenbrauen. Da habe ich mir jetzt einen Augenbrauenstift in der Farbe Blond mitgenommen. Es gibt auch viele verschiedene unterschiedliche Foundations und auch Face- und Base-Produkte und so weiter. Ich glaube, ich habe mich immer so für das relativ günstigste entschieden. Naja, auf jeden Fall ist das einfach der Eyebrow Pencil Professional Stylist. Und das ist einer zum Anspitzen. Sieht für mich jetzt nicht unbedingt blond aus. Und dieses Ding, was an der Kappe dran ist, das verwende ich nicht. Da habe ich lieber einen Spoolie, weil ich da einfach besser mit klarkomme. Da habe ich jetzt hier in dem Pinselset keinen mit dabei. Das ist jetzt hier einer von Love, glaube ich. Nein, von Essence, Entschuldigung. Wieder Concealer einfach null creased. Ich mache weiter. Ich sag mal, das Ergebnis spricht für sich, oder? Ich komme nicht drauf klar. Warum liegen diese Produkte so lange in meinen Schubladen drin? Ich guck mal, ob ich noch den Haul finde, den ich euch dazu auch abgedreht habe und verlinke euch den hier oben mal im i. Das ist schon ewig her. Ein Jahr oder so? Ich mag's. Ich mag's. Ich mag's. Einfach total gerne. Also, heute ist es warm. Ich sette meine Augenbrauen mit dem 24 Hours Brow Setter, damit sie auch in Ort und Stelle bleiben. Leute, ich bin einfach mega begeistert. Und jetzt schauen wir uns die Lidschattenpalette an, was ja bei so einem Fullface-Schminki immer so das Herzstück des Ganzen ist. Und da habe ich so eine ganz schöne mir ausgesucht. Oh, da fallen jetzt natürlich hier so... Oh, ist das nicht wunderschön? Das ist die Sparkle-Palette.
Sowas hat Revolution ja auch schon rausgebracht und Catrice hatte das ja auch, dass man das dieses, oh, ich mag's. Die ist auch sogar noch unbenutzt, ungeswatcht und hast du nicht gesehen. Ich leg mir mal diesen, wobei den kann ich immer wieder rumklappen, ne? Dann habe ich die Namen hier auch drauf. Haben wir einen riesengroßen Spiegel und das sind die Farben. Sprich, es wird heute Rot-Gold. Die Schimmertöne sind ein Traum. Auch die matten Farben haben sich schön swatchen lassen. Also ich weiß nicht, das sieht schon mal sehr verheißungsvoll aus. Wir starten mit dem Fluffy Crease Pinsel und gehen in die Farbe Star rein. Das ist so ein helles Aprikot. Und damit sette ich einfach meine Lider, damit sie halt fettfrei, ölfrei, trocken und sauber sind. Ich kann einfach besser auf einer trockenen Base arbeiten. Mit demselben Pinsel gehe ich in dieses Orange rein, das heißt On Fire. Und den setze ich mir hier in meine Lidfalte. Oh mein Gott. Ich starte immer hier außen und blende das dann immer in meine Lidfalte rein. Bei den matten Tönen bekommt man immer relativ viel Pigment auf dem Pinsel. Und wenn man Fallout vermeiden möchte, sollte man das einfach ein bisschen abklopfen. Und das ist jetzt von einmal reingehen, Leute. Mit dem Soft Definer Pinsel gehe ich in dieses mega feurige Rot. Das heißt Fever, passt auf jeden Fall farblich. Boah, wie viel Pigment man einfach auf dem Pinsel bekommt. Das ist echt Wahnsinn. Und das setze ich mir einfach auf meine äußere Hälfte von meinem beweglichen Lid. Krass, 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 krass. Die Reste vom Pinsel blende ich dann auch so ein bisschen in die Lidfalte mit rein, um den Übergang softer zu haben. Mit dem Petite Crease Brush und dem Ton Heat werde ich jetzt meine Lidfalte, ach Quatsch, meine Lidfalte, mein äußeres V hier ganz, ganz leicht verdunkeln und ich werde mir den auch zusätzlich noch an den unteren Wimpernkranz ziehen. Also wirklich nur ganz außen hier im V, eine leichte Verdunklung, gar nicht weiter in die Lidfalte. Und dann gehe ich nochmal kurz in den Ton, klopfe ordentlich ab, setze mir das an den unteren Wimpernkranz. Also der Look passt auf jeden Fall wärmetechnisch zum Wetter heute. Sehr heiß. Also von den matten Tönen her sind wir dann quasi durch und es gefällt mir wirklich gut. Es hat nichts gekrümelt oder sonst irgendwas. Hat sich schön verblenden lassen. Also hier muss ich gleich noch ein bisschen nachverblenden. Aber das sieht doch gut aus. Also. Mit dem Flat Shader Pinsel gehe ich in die Farbe Golden Dust. Und den setze ich mir auf mein inneres bewegliches Lid. Den muss ich jetzt ein bisschen mehr aufbauen, weil der Pinsel das echt nicht gut greift. Ich kann es ja mal versuchen, mit dem Finger aufzutragen, weil ich glaube, da geht die Party ab. Yep. Der ist von der Textur her nämlich viel, viel cremiger. Das ist jetzt mein Augenlook. Den lasse ich auch so. Man könnte jetzt noch ein Inner Corner Highlight machen, was ich jetzt hier in der Palette leider nicht drin habe. Und auch ein Augenbrauen Highlight, aber ich glaube, das kann ich auch einfach heute mal weglassen. Das sieht auch voll gut aus. Sehr empfehlenswerte Palette. Guckt euch die mal an, die hat echt was drauf. Und es gibt auch noch unterschiedliche, also andere mit anderen Tönen und Farben und so, ne? Aber so eine warme habe ich eher weniger. Ich bin ja eigentlich eher so der Fan von kühlen Paletten, bläulich, grünlich und so, ne? Das ist schon cool. Dann verwenden wir was von diesem anspringenden Fixing Spray. Verwenden wir einen Eyeliner. Da habe ich mir diesen hier gekauft. Das ist der, da steht überall Innovation drauf. Precise Brush Liner, 24 Hours. Der schaut so aus. Hat eine Kugel zum Schütteln drin, was ich immer gut finde. Und der hat vorne tatsächlich, genauso wie der Kat Von D Tattoo Liner, eher so Pinselchen, als dass es ein Filzstift wäre. Das finde ich immer so geil, weil die einfach so schön malen. Also wenn der jetzt auch noch knallt, dann falle ich also mittlerweile echt irgendwie vom Glauben ab. Das ist doch der Wahnsinn hier, oder? Ich weiß auch nicht. Es ist übrigens jetzt eine Deutschlandflagge auf meinem Auge. Wir haben jetzt ja gerade EM, ne? Schwarz-Rot-Gold läuft. Läuft. Es ist vollkommen beabsichtigt gewesen. Also er malt präzise und fein, aber da könnte mehr drin sein. Und das war ein Reim. Denn der malt nicht ganz so tief schwarz. Ich finde ihn relativ trocken. Aber er schmiert nicht. Er malt halt genau dahin, wo er hinmalen soll. Es ist verhext hier heute, Leute. Symmetrie sieht anders aus, aber verkehrt ist er nicht, ne? Es ist halt auch ein guter Eyeliner. Was ist hier heute los, Leute? Ich weiß es nicht.
Heute verwenden wir die Mascara False Definition 4D Extension Volume Professional Make-up für extreme Länge und Fliege. Das ist diese hier. Das ist eine Gummibürstchen-Mascara. Die gibt es auch noch in der Waterproof-Variante. Ich persönlich mag nicht so gerne Waterproof-Mascaren, weil ich die nicht so wirklich abgeschminkt bekomme und meine Wimpern ungern schädigen will. Und da haben wir auf der oberen Seite, also jetzt gerade oben, längere Borsten und unten etwas kürzere. Riecht nach Mascara, nichts Verwirrendes. Und ja, dann gucken wir uns das Ganze mal auf dem Auge an. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. An und für sich hätte ich an der Mascara nichts auszusetzen als Alltagsmascara. Ich persönlich mag halt einfach lieber Vavavoom. Aber das ist eine ganz persönliche Meinung von mir selbst. Sie definiert die Wimpern, sie gibt Länge, sie gibt Schwung. Ich habe keine Wimpernzange vorher verwendet. Also eigentlich sieht es echt gut aus. Und ich glaube auch, dass super viele genau dieses Ergebnis von einer Mascara erwarten und auch haben wollen. Also dementsprechend habe ich nichts auszusetzen. Außer, dass sie für mich persönlich ein bisschen mehr Vavavoom sein könnte. Okay, einen Lip Liner habe ich jetzt auch noch. Das ist der mit der Long Lasting Formula in der Farbe 17 Warm Nude. Und natürlich hat der auch noch einen eigenen Anspitzer oben mit drin. Ah, der ist schon ziemlich hart, aber es ist eine richtig schöne, zurückhaltende Nude-Farbe. Und top gebe ich mir ein Lippenprodukt, und zwar Aqua Platinum in der Farbe 415 Pearl. Das ist ein Lippenstift. Und ich mag ja gerne diese schieren Geschichten. Es passt jetzt farblich nicht zu dem Lip Liner, aber trotzdem ist das hier dann der Lippenstift. Hat auch so Schimmerchen mit drin. Was ich mir dabei gedacht habe, als ich den Lip Liner und den Lippenstift zusammenbestellt habe. Ne? Nicht viel, glaube ich. Passt farblich jetzt nicht so unbedingt zum Augenlook, aber es sieht halt auch irgendwie natürlich aus. Also das, dann passt es doch irgendwie schon. Ich habe keine Ahnung, aber das wäre auf jeden Fall der fertige Look und ich feiere den. Ich fühle mich gerade so unglaublich wohl damit. Und jetzt gucken wir das mal im Gesamten an. Würde ich in der Theorie die Haare heute offen tragen, was ich nicht machen werde, weil es halt 29 Grad mittlerweile sind, würde das Ganze so aussehen und es gefällt mir. Meine Herren, ist das eine geile Geschichte gewesen. Also ich fühle mich wohl, ich fühle mich schön. Es hat super schnell funktioniert. Also ich habe jetzt keine Stunde gedreht tatsächlich. Das ist Wahnsinn und ich bin begeistert. Leute, schaut in der Infobox vorbei, schaut bei Cosmetic for Less vorbei. Ich weiß nicht, wo es die Marke sonst noch zu kaufen geben würde, aber die spricht für sich, oder? Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Da. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.